Seit 7 Monaten ist dieser Zuschauerraum der Hamburgischen Staatsoper verwaist. Seit 7 Monaten sind diese Stühle leer und seit 7 Monaten warten wir endlich wieder für Sie, unser liebes Publikum, spielen zu können. Und jetzt scheint es möglich zu werden. Am 28. und 29. Mai eröffnet die Hamburgische Staatsoper gleich mit einer Doppelpremiere, einem spektakulären Doppelschlag. Am 28. die Agrippina von Georg Friedrich Händel in einer Inszenierung von Barry Kosky unter dem Dirigat von Riccardo Minasi mit dem Ensemble Resonanz und einem wunderbaren Cast. Und am 29. die lang, lang ersehnte Premiere von John Neumeyers neuem Ballett Beethoven Projekt 2 mit Kent Nagano als Dirigent und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Freuen Sie sich wieder auf Live-Aufführungen. Wir freuen uns auf Sie. Sie werden zum Beispiel auch die Manon endlich sehen können mit Elsa Dreisig am 2. Juni. Und wir können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht.